Willkommen zu einer neuen Runde Imperion Galactic Survival von Ilion Game Studio. Jetzt hier, auf einmal schießt das Ding ins Bummens doch zurück. So, dort haben wir runter. Wow. Was kommt denn hier noch? Wartet. Den da brauchen wir noch. Jawohl. Und mit viel... Wow, hier oben haben wir noch einen drauf. Mit viel Trubel und Jubel und jawoll, bam bam, was geht denn hier ab, ey? So, jetzt muss ich da endlich die Düsen rausschießen, ne? Damit er abstürzt. So, jetzt kriegst du erstmal Schräglage. Jetzt hab ich erstmal Schräglage. So rum. Krasses Ding hier. Jawoll. Mist, vorbei. So. Was? So rum. Clever wäre nämlich. Warte mal, die von unten? Der hat ja überall Düsen dran. So, der ist auch runter. Hammerhart, ey. Schießt das Ding einfach los. Als hätte ich es geahnt, ne? Ich könnte natürlich auch um eine Ecke ziehen. Mehr zu meinem Würfel hin. Zu meiner Basis, dann schießt die auch wieder mit. Ja, die schießt nicht mehr auf den Truppentransporter, was ist hier los? Die beiden dort machen gar nichts. Also, da hat er bestimmt Licht ausgeschossen. Ja. Das klang schon mal sehr gut dort drinnen. Was schieße ich denn dir zuerst raus? Außerdem habe ich nur 81 Schuss. Oh, was ist denn hier los? Sind hier überall noch Gäste? Dann wechseln wir mal auf die 2. Da haben wir ja noch ein bisschen mehr Munition. Jo, da unten ist alles rausgeschossen. Schön, da können wir jetzt einen Truppentransporter noch im nächsten. Was muss man rausschießen? Von hinten reinschießen. So, Düsen rausschießen. Wäre für mich jetzt das Logischste. Wieso fliege ich so seltsam? Kurios, kurios, kurios. So, die haben wir auch raus. Die auch. Also wenn man hier auf den Punkt zieht, geht das wirklich spitze. Man muss den Punkt nur finden. So. Wenn er nicht mehr schießen kann, nicht mehr drehen kann, geht's jetzt noch nach unten oder was? Mit dir. Ich will die Düsen von unten sehen. Boah, alter Schwede. Was ist das, was hier schießt? W
Was ist denn das? Gott sei Dank, da muss doch irgendwas sein, was schießt. Was ist denn, wenn wir hier... Sind das nochmal Düsen? Der hat da überall Düsen drin. Krass. Dann schießen wir ihm die auch mal raus. Kann ich hier so schräg reinschießen? Eigentlich schon. Blueprint successful, jawohl. Die können wir auch noch rausklöppeln hier. So, hast du noch irgendwas, was drunter schießt? Nein. Krasses Vehikel, krasses Vehikel. So, haben wir das auch. Jetzt müssen wir nur einen Kern irgendwo finden. Und warum das hier so geschützt ist? Ach so, deswegen. Jetzt ist es nicht mehr geschützt. Gut. Hä? Doch noch? Ich kann ja reinballern, wie ich will. Warum? Dann stellen wir mal hier unten ab. Sind die hier geschützt oder was? Wer war das? Wer war das? Was mache ich jetzt allgemein? Ich habe hier alles runtergeboxt. Hä? Ist das hier der Kommandoturm? Müsste ich hier reinballern. Wir versuchen es mal runterzuschießen. Raketen haben wir dann natürlich nicht mehr. Hier fallen schon die ersten Sachen raus, wie der hier sowieso noch drehen kann mit den wenigen Türmchen. Ist doch gar nicht mehr drinne! Seltsam. Sehr seltsam. Hier hinten ist auch nichts. Wo ist denn da in der Kern? Hier unten hier vorn. Was schießt? Aha. Haben die das wieder dran gebaut oder was? Nö. Hier ist nichts. Ist sicher auch nichts. Was jetzt irgendwie darauf hindeuten würde. Oh, könnte höchstens sein hinten drinnen, ne? Aber so wie der hier auch dreht. Im Truppentransporter ist es egal. Siehst du hier irgendwas Rotes? Das hat schon mal richtig gut gerumpelt. Da hinten sind auf jeden Fall lila Kisten. Ich will den Kern sehen! Ist den hier vorne drin? Das Ding holen wir jetzt runter! Wie komme ich denn hier ran? Wenn ich mich draufstelle, wird es auch Brühe. Weiß ich ja nicht, wie ich wieder rein, hoch und sonst irgendwie hier zurechtkomme. Weißt du? Wenn ich jetzt hier absitze, wie komme ich hier rein?
Und habe ich da was leuchten sehen? Wenn ich hier andocken könnte, könnte ich mal reinhopsen. Dann ist ja nichts. Boah, hier falle ich runter. Außer ich schieße mir hier oben was frei. Kann ich hier einfach drauf? Mal auf so zu zappeln. Oh. Supi. So könnte ich natürlich. Warte mal kurz. Alt drücken. Ein bisschen vorscrollen. Alt drücken. Es ist immer noch durchsichtig, aber ja. Geht das so? Ja, man trifft innen drinnen noch irgendwas. Seltsam. Seltsam. Und im Moment schießt erstmal nicht zurück, aber. Ich mich jetzt direkt vor den Kern stellen, oder was? Mist, eben hat man noch. Eben hat man noch. Ich mal ein bisschen. Huch! Entschuldigung. Ein bisschen vor. Wo war er? Das war er. Seltsames Schiffchen, aber was soll's? Dafür, dass es uns da unten alles kaputt gemacht hat. Was war das jetzt? Was zerstört sich selber, oder was? Cool. Wir gucken trotzdem rein. Ich muss mal kurz wieder zurück in der Ansicht. So, wenn jetzt beim Hin- und Herschnippen in der Ansicht ein paar Stellen fehlen, das ist auch meine Mikrofontaste, dann habe ich das bestimmt rausgeschnippelt. Hä? Aber das kann doch eigentlich nur... das sein? Jawohl. Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Jetzt haben wir schön einen Haufen Munition vergurkt. Jo, 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 jo. Aber das Dingensbummens ist erstmal unten. Jetpack ein, Licht ein. Bevor wir irgendwas machen, müssen wir erstmal retten. Ist der aggressiv? Retten? Nö. Nee. Was? Boah! Erschreckt mich nicht so. Das reicht schon für diese Runde. Vollkommen. Boah, 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 boah. Was für ein Anfang! Was für ein Anfang! Jetzt mal richtig geknistert. Hier auch. Gut, das hat mir zum Glück keine Waffen runtergeschossen, keine Düsen runtergeschossen. Das haben wir alles da. Der zappelt noch dort vorne. Eieieiei. So, hier gucken wir noch ein bisschen weiter. Hammer. Was haben wir nicht? Sauerstoff. Geräte müssen wir auch leeren. Das muss alles raus. Tür kommt drüben wieder. Wow! Betonblöcke kommen drüben wieder rein. Was wollte ich noch drüben reinpacken? Die Zellen. Das kam alles hier rein. Wird eventuell noch brauchen. Y. F. Zutsch mal Sauerstoff. Nimm mal eine Konserve. Zutsch mal Sauerstoff. Okay, dann können wir hier wieder zwei reinpacken. Y braucht man nicht. P aus. Sauerstoff auffüllen. Oh, Kraftstoff haben wir auch nicht. Dann können wir gleich nochmal den Kraftstoff auffüllen.
Pentaxid. Haben wir hoffentlich hier noch drin herumliegen. Jawohl. Das können wir auch gleich auffüllen. Wovon wir es vergessen, wollen los und wundern uns, warum es nicht geht. Dann können wir hier an der Drohnenbasis auch nicht weitermachen. Wenn die hier noch so ein Ding spawnen, war's das. Wir müssen dann erstmal das Petrol-Ding suchen. Aber auch krass, was hier alles rausgefallen ist. Ist blöd, ich komme nur hier nirgendwo hin, ne? Das sollte ich auch so nicht einhaben. Bleib ruhig liegen, das ist richtig so, das ist gut so. Oh, da war ein Loch, da können wir eventuell rein. In 6 Minuten entfernt. Das ist schlecht. Aber so viele wie möglich Behälter würde ich ganz schön mitnehmen. Das klingt nicht gut. Nicht, dass ich mich hier noch irgendwo hinlege. Wegen so einer Aktion. Aber cool, hier gibt's Loot. Hier gibt's Loot. Ah. 120 Grad, wieso? Ach, weil das da unten so heiß ist. Schönes Ding, du. So, Kern ist raus. Kann ich da nicht hier zerlegen? Boah. Ich kann mir doch einen Weg reinschrauben. Ich kann mir doch einen Weg reinschrauben. Her damit. Was ist das? Bäh. Na. Na klar. Abgerutscht. Schönes Ding, du. Ja. Perfekt. Ja, so kann man das auch machen. Fort ist es. Und hier ist noch irgendwas runtergefallen. Nehmen wir noch mit. Damit haben wir wenigstens ein bisschen was gekriegt. Damit müssen wir zufrieden sein. Dafür, dass hier unten unser Kackstift kaputt ist. Gut, gut, gut. Das können wir eventuell nachbauen. Ich weiß nicht, ob der Kern noch drin ist. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal was zum Schießen in die Hand. Die Basis ist da. Wir müssen mit dem Würfel sowieso erstmal weg. Ja, die Basis habe ich noch hinten nicht zugemacht. Ja, wir brauchen auch einen Kern. Wir brauchen erst einen Basisstarter. Den brauchen wir hier so einen Kern. Den Rest Kletterer Deutsch schmeißen wir gleich mal hier rein. Egal, was es ist, aufgeräumt wird. Später, ne, das kann ich nicht machen. Die T1 müssen wir raushauen. Das kommt da hin. Aber so habe ich mir das gedacht mit einloggen und sofort Spaß dazu. Was war's? Was hier so Zucht macht? Achso, ein Wurm. Den machen wir mit der Knifte. Siehst du da, was ich da sehe? Das hier ist die Drohnenbasis und da kommen die Drohnen. Hä? Ihr rollt mich doch hier unendlich, oder? Auf dem Planeten. Ich will hier weg. Jo, das müssen wir aber auch. Wir sind durch eine Runde durch. Ich darf hier noch aufräumen und dann müssen wir aufpassen, dass wir da hinten nicht reindüsen. Lal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 
Warte mal, F2, Fabrik, die hauen wir raus. Ach, wir haben keinen Bauplan drin. Weil der andere gerade erst fertig geworden ist, dann machen wir das beim nächsten Mal. Wichtig ist jetzt den da rein, den da ein. Wenn wir das Raumschiff starten, haben wir das dann soweit. Halt. Nee, noch nicht. Denn wir bleiben erstmal hier unten stehen und warten. So, jetzt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyrion Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 7. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.